Schminktischtour. Ich dachte heute für mich einfach so eine kleine Tour von meinem Schminktisch, weil ich das voll viele gewünscht hatten, als ich so meine Roomtour gefilmt habe. Da habe ich euch auch schon den Schminktisch so grob gezeigt und hier meine Regale. Aber ich zeige euch heute nochmal alles mit allen Einzelheiten, so was ich für Make-up habe. Also ich benutze jetzt nicht so viel Make-up, aber ich probiere immer gerne Make-up-Sachen aus, weil die sehen immer so schön aus. Und ich kriege auch immer Sachen zugeschickt von vielen Schminkmarken. Zeige ich euch, was ich für Organizer hier so stehen habe und so. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ich versuche euch auch alle Sachen, die ich so finden kann, in der Infobox unten zu verlinken. Also ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher, woher der Schminktisch überhaupt ist. Er könnte von Amazon sein, aber ich versuche ihn mal zu finden und in die Infobox reinzupacken. Da könnt ihr dann mal schauen und die Sachen direkt bestellen, falls ihr wollt. Und lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da und abonniert auch sehr gerne meinen Kanal. Und das ist übrigens keine Werbung hier für irgendwas, einfach nur, was ich für Sachen habe. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. So sieht meine kleine Schminkecke jetzt hier aus. Da bin ich. Hallo. Also die steht direkt neben meinem Bett jetzt hier am Fenster. Das finde ich auch eigentlich ganz gut, weil da kommt viel Licht rein. Und ich habe auch meine Lichterkette aufgehangen. Also meine Schminkecke gefällt mir richtig gut. Ich habe hier als kleinen Schminksitz diesen Hocker hier genommen, den man auch öffnen kann. Der ist eigentlich rosa, aber ich habe dieses Fell drüber gemacht, weil ich fand, das passt besser zu meinem Zimmer jetzt. Da habe ich einfach Nagellack drin und allen möglichen Krimskrams. Pack das Fell dann jetzt mal wieder hier drauf. Sekunde, eine Hand ist etwas schwierig. Und ja, jetzt muss ich die Kamera mal wieder irgendwie platzieren, damit ich euch alle Sachen genauer zeigen kann. Okay, also hier bei dem Schminktisch fand ich schön, dass er halt so klein ist und nicht so riesig, klobig. Und ich fand dieses Holzmuster hier auch schön. Das Einzige, was ein bisschen doof ist, dass die Schubladen so ein bisschen schwer aufgehen. Also die sind auch sehr schwer wieder zuzukriegen. Die haken halt manchmal hier so ein bisschen, seht ihr. Aber ja, dazu kommen wir jetzt gleich, was in meinen Schubladen drin ist. Ich fange einfach direkt mal hier bei den Regalen an. Also ich finde es gut, dass ich hier noch so Regale habe, wo ich ein paar Sachen abstellen kann. Hier habe ich dieses Gewürzregal von Ikea umgewandelt als Kettenhalter. Ich habe meine Ketten da einfach alle so ein bisschen drüber gehangen. Kann ich mir die morgens immer so runterzupfen, obwohl ich im Moment immer nur eine Kette trage. Naja, egal. Dann habe ich hier drauf meinen kleinen Ohrringständer. Den fand ich voll cool, mega praktisch. Bin mega happy damit, weil den kann man auch überall hinstellen. Und ich habe halt so viele von diesen kleinen Ohrringsteckern. Und ich weiß nie, wohin damit. Wenn ich die halt hier irgendwo dran mache, dann fliegen die immer überall rum. Deshalb habe ich mir jetzt hier so kleine Dinger geholt. Die gab es so im Viererpack, glaube ich. Und dann kann man die einfach hier so reinstecken. Und dann ist man fertig. Hier liegt noch so eine kleine... Was ist das? Eine Ringleuchte? Ja, die kann man auch anmachen. Hier, wartet. Die kann man so ans Handy dran knipsen. Die habe ich mir irgendwann geholt. Hier sind noch Kontaktlinsen drin in diesen Gläsern. Hier ist nichts drin. Und hier oben stehen noch ein paar Bodysprays und da hier mein Playbutton. Hier habe ich dieses coole Rondell. Das finde ich so geil. Da kann man so viele Sachen einfach schon abstellen. Das ist richtig praktisch. Also hier habe ich einfach so ein paar Armbänder draufgelegt, die ich selbst gemacht habe. Und hier liegt noch ein Armband. Da kann man auch einfach super Schmuck ablegen, wenn man gerade nicht mehr weiß, wohin damit. Hier habe ich dann einen Nagelfeil, einen Pinsel. Ich kann euch halt so einen Organizer sehr gut empfehlen, falls ihr so nicht so viel Platz habt. Ihr seht, mein Schminktisch ist auch nicht sehr breit. Aber ihr viele Sachen unterkriegen müsst, da kann man mich einfach alles reinstellen. Man hat so verschiedene Abteilungen. Hier habe ich zum Beispiel zwei Bronzer stehen. Hier habe ich meine Dr. Pawpaw Sachen, einen Lipstick. Da habe ich hier noch Handdefinitionsmittel von Bath & Body Works. Das riecht so gut. Ah, geil. Dann habe ich hier so ein kleines Döschen mit meinen Ringelchen drin. Ringelchen, Tischchen. Oh Gott, Leute, ich weiß nicht, warum ich heute alles ein Tischchen dran gehangen habe. Ich fand alles total süß. Ignoriert das einfach. Es kommt gleich noch tausendmal. Habe ich auch noch mal reingestellt. Und hier unten habe ich dann so ein paar Brow Setters und so. Die habe ich auch einfach mal ausprobiert. Ich habe aber einmal versucht, meine Augenbrauen zu schminken. Das habe ich aber schnell wieder gelassen. Habe ich hier Make-up-Entferner. Der ist fast leer. Hier hinten habe ich dann noch Mario Badescu, falls man mal Schnurrpickel hat. Oder hier, das ist auch sehr gut gegen Mitesser. Das ist so ein Booster, den mache ich dann auch mal drauf, wenn es ganz schlimm aussieht. Ja. Dann habe ich hier noch zwei Bodysprays stehen. Und hier unten sind ein paar Nagellacke hingewandert, die ich öfters mal benutze. Hier ist auch so ein Pflegeöl, das finde ich auch sehr gut. Und das hier ist so ein kleines Fläschchen für meinen Ohrlauch, mein zweites, das ich gestochen bekommen habe. Da soll ich das mal drauf tun. Und hier sind meine Lieblingsdeos. Das habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt in einem Favorites-Video. Das ist dieses Deo-Puder. Hier habe ich noch das hier, dieses Deodorant Sensitive. Und hier habe ich noch so einen Deo-Stick. Und dann kann man den hier so rausfahren. So, wieder zu. Und hier stehen noch zwei Kontaktlinsen.
Nachfüllpacks. Die packe ich aber gleich mal wieder hier in dieses Glas rein, glaube ich. Dann habe ich hier so ein kleines Gläschen geholt. Das sind so zwei Gläser aneinander. Einmal hier für Wattestäbchen und hier für Wattepads. Dann habe ich hier direkt mir so ein bisschen Micellengesichtswasser abgefüllt. So ein kleines Reisefläschchen. Weil ich habe halt im Badezimmer auch noch die große Flasche stehen. Ich kann hier immer irgendwo einblenden, welches Micellenwasser ich benutze. Das habe ich von DM. Und dann habe ich aber hier jetzt halt noch dieses kleine, dass ich halt direkt mit so einem Wattestäbchen schnell, wenn ich morgens mich fertig mache, die verpatzte Wimperntusche wegmachen kann. Und hier haben wir diesen Katzenständer, den habe ich mir irgendwann zu Weihnachten bekommen, das weiß ich noch. Hier hängen auch alle möglichen Schmuckstückchen drüber. Also hier habe ich Ohrringe rangehangen, hier hängen Ketten und Armbänder, noch mehr Armbänder und Ohrringe. Hier sind so kleine Verpackungen noch von Ohrringchen. Fangen wir bei der an. Also hier habe ich so meine Make-up-Sachen drin. Tada! Hier habe ich dann so ein paar Foundation und Concealers. Also im Moment benutze ich immer den hier. Mein Make-up-Eye müsste auch mal wieder gewaschen werden. Upsi. Und den hier habe ich auch ganz lange benutzt, aber der ist fast leer. Das ist dieser Clinique Beyond Perfecting. Das ist auch Foundation und Concealer. Ich kann euch jetzt hier mal meine Favorites zeigen. Also der hier, das ist so ein Tattoo-Covering-Concealer. Der ist auch waterproof. Also wenn ich mal einen großen Pickelnotfall habe, mache ich den drauf. Hier hinten ist eine Wimperntusche hingerutscht. Die gehört da eigentlich nicht hin. Hallo. Egal, die muss eigentlich hier rein. Aber ja, hier sind meine ganzen Wimperntuschen. Die hier benutze ich nicht so oft, weil die ist nicht wasserfest. Aber die hier habe ich meine Zeit lang sehr oft benutzt. Das ist halt so eine Naturkosmetik. 12 Hour Long Stay. Aber die hat halt nicht so ein schönes Bürstchen. Das verklebt immer so, wie ihr ein bisschen sehen könnt. Deshalb benutze ich die nicht so gerne. Und die ist auch nicht waterproof. Ich brauche irgendwie mal waterproof. Aber die hier ist so gut. Die verwischt auch nicht. Und die ist halt, ich kann mir das Bürstchen zeigen, die macht die Wimpern halt extrem lang. Und die hier ist auch sehr gut für so extrem. Oh, hier geht das Preisschild ab. Hallo. Ja, die benutze ich auch öfters mal. Die ist auch waterproof. Die zwei mag ich auch sehr gern. Also die von Maybelline, diese Sky High. Also Sky High passt. Die macht die Wimpern wirklich übelst lang. Die reichen bei mir dann fast bis zu den Augenbrauen. Wie ihr seht, ist die auch schon fast leer und sehr benutzt. Also den muss ich auf jeden Fall mal neu kaufen. Und die hier habe ich auch eine Zeit lang genutzt. Die ist auch sehr gut. Und tschüss. Tada! Da mag ich das Bürstchen irgendwie gerne, weil das so geschwungen ist. Hier hat sich ein Blush drin verirrt. Den habe ich mal ausprobiert, aber irgendwie sieht bei mir ein Blush immer aus wie so ein kleiner Clown. Deshalb habe ich das mal wieder gelassen, das drauf zu machen. Aber, ja. Hier habe ich dann so ein paar Wimpernsachen und alles mögliche. Pinsel, hier hat sich auch noch eine Wimperntusche drin verirrt. Die habe ich auch mal zugeschickt bekommen. Die habe ich tatsächlich noch gar nicht ausprobiert. Aber die sieht ja auch sehr gut aus. Die ist... Was? 36 Hour Long Wear? Okay, die muss ich hier mal reinstecken. Hier habe ich so ein paar Pinsel. Hier, den mag ich sehr gerne. Der ist von Benefit. Der ist sehr gut. Ich habe halt immer mal so einen kleinen Eyeliner ausprobiert. Quasi so einen kleinen Lidstrich mit so braunen Kajalpinseln. Also der hier, der sehr gut ist, ist von Alverde gewesen. Den habe ich auch mal eine Zeit lang benutzt. Der ist von Essence hier. Und der hier ist schon etwas kaputt, der ist aber auch gut. Ich weiß gar nicht mehr. Von P2 war der. Da finde ich dieses Verwischding immer gut. Damit verwische ich den so ein bisschen. Hier habe ich so ein paar Wimpern. Bisschen. Harry Potter Schminkpinsel. Die habe ich jetzt auch mal benutzt. Die waren sonst immer nur Dekoration in meinem Harry Potter Regal. Das hier ist so ein Brow Pencil. Da habe ich den wirklich einmal ausprobiert. Und danach sah ich wirklich aus wie so ein Bär mit meinen Augenbrauen. Aber ich habe dieses Bürstchen hier immer, weil ich so ein bisschen meine Augenbrauen morgens bürste, um ein bisschen in Form zu bringen. Hier ist meine Puderabteilung und Bronzerabteilung. Also hier habe ich diese zwei, das sind die gleichen, die sind von Tarte. Genau, die sind sehr gut. Hier habe ich dann so ein paar Matttücher, also die kann man so ausholen hier und dann so ein bisschen kann man sein Gesicht abtupfen, wenn man mal glänzt. Manchmal glänze ich so sehr, kann man das so ein bisschen abtupfen. So, da habe ich die zweimal. Einmal den hier und einmal den. Die sind beide gleich gut. Hier habe ich dann diesen kleinen Hoola Bronzer nochmal. Also habe ich ja auch einen groß da hinten stehen. Da war auch so ein kleines Pinselchen dabei. Hier habe ich jetzt noch drei Bronzer. Das ist dreimal der gleiche, weil ich den zugeschickt bekommen habe. Den finde ich aber auch sehr gut. Ich habe auch noch zwei Stück davon geschenkt, weil ich habe wirklich so viele davon gehabt. Und hier habe ich dann so meine kleine Phase, wo ich meine Augenbrauen geschminkt habe. Habe ich schnell wieder gelassen. Da habe ich einmal dieses Brow Set hier benutzt.
das hier. Und dann habe ich noch so ein Brow Gel ausprobiert. Also, ich sah wirklich nicht gut aus damit. Hier habe ich dann noch zwei Puder. Also, das ist nochmal so ein sehr helles Puder. Das habe ich mal an Karneval benutzt. Oder nee, an Halloween war das, wo ich mein Gesicht so weiß geschminkt habe. Und das hier war auch gut. Das ist aber leider fast leer. Das ist so ein bisschen Bronze und Puder in einem. Hier habe ich so eine Foundation. Die ist sehr gut. Also, die ist, wenn man so einen dicken Pickel hat, kann man das gut damit abdecken. Ich gehe da meistens mit dem Finger rein, aber ich weiß, hier unten ist auch noch so ein kleines Schwänzchen. So eine 2-in-1 Compact Foundation. Hier habe ich jetzt meine Lidschattensachen. Da habe ich einmal diese Palette hier. Oh, jetzt sind meine Hände voll. Ja, da habe ich hier diese Highlighter-Palette. Die finde ich sehr gut. Choose Your Glow. Da ist auch so direkt so ein Spiegel bei. Ich habe alle mal ausprobiert. Wie ihr seht, habe ich den hier mal öfters benutzt, um so ein bisschen Highlighter so unter meine Augenbrauen zu machen. Ja, das mache ich aber nur so zu besonderen Anlässen, sage ich mal. Mache ich jetzt nicht jeden Tag drauf. Und da habe ich noch diese Palette hier. Die fand ich auch so schön. Also ich mochte die Farben voll gerne. Genau, da sind ganz viele Farben bei. Ich habe auch mal versucht, mit so einem Lidschatten diesen kleinen Eyeliner, den ich manchmal hier mache, zu machen. Aber das ging dann relativ schnell wieder ab. Deshalb benutze ich immer diesen Stift. Ja, und das war's auch schon mit dieser Schublade hier. Also das war's mit meinem Make-up. Oh nein, meine Pimperntuschen quellen über. Tada, das ist meine zweite Schublade. Da habe ich so alle möglichen Sachen drin. Also hier sind so ein paar Fake-Brillen von mir. Ein paar Sonnenbrillen, ein paar ausgefallenere. Hallo, ich bin die Lehrerin Marvi. Hello. Der Organizer hier ist von Ikea. Den finde ich eigentlich ganz praktisch, wo man alles so reinschmeißen kann. Hier habe ich so ein paar Haarspänchen. Das war gleich meine erste Haarspange, die ich gekauft habe. Die zwei hier. Ja, habe ich diese hier mit diesen Blümchen. Die sind von Pull & Bear. Ich habe davon auch noch welche in anderen Farben, aber die fliegen gerade irgendwo rum. Hier sind dann Armbänder. Die habe ich im Sommer immer voll oft angezogen. Oh nein! Hilfe! Hier sind ganz viele Ohrstecker. Die muss ich noch an dieses kleine Gestell dran machen. Ich mache es mal hier zu. Dann kann ich es wieder reinstellen. So, hier in dem nächsten Fach habe ich erstmal zwei meiner Lieblings-Scrunchies. Die sind von diesem Invisible-Bubble, wo auch diese Telefonkabel-Haargummis herkommen. Die sind auch hier in diesem Scrunchie drinne. Das finde ich mal für lange Haare gut, weil dann hält das bei mir besser. Hier habe ich mein Portemonnaie. Hier sind noch so ein paar Pop-Sockets. Und hier sind noch ein paar Armbänder für meine Apple Watch zum Auswechseln. Und hier in den nächsten habe ich dann diese Haarclips. Tada! Haarkrallen und hier ist noch so eine Wet Brush. Die ist echt gut bei so nassen Haaren. Hier habe ich dann noch so ein Näpfchen mit Haartüchern drin. Hier sind auch noch Haartücher und so ein Ding, wo man mit Locken machen kann. Und hier noch dieses Bandana. Genau, das packe ich mal jetzt wieder hier rein. Und dann war es das auch schon mit dieser Schublade hier. Oh Gott, wie ihr seht, geht es echt schwer zu. Hier, das ist mein Spiegel. Also ich wollte eigentlich immer so einen coolen Hollywood-Spiegel haben. Kennt ihr die mit diesen dicken Lichtkugeln dran? Aber ich habe die mir mal bestellt und das sah immer total doof aus, wenn ich das hier so hingestellt habe. Das hat auch voll viel Platz weggenommen. Und die waren auch immer voll klein. Ich habe mir die viel größer vorgestellt. Aber jetzt habe ich den. Den finde ich auch sehr schön. Ich habe ja hier jetzt auch diese Lichterkette aufgehangen. Da oben meine LED-Leiste. Das kriegt auch viel Licht. Finde ich auch sehr schön, wenn das hier noch so runterkommt. Hier habe ich so kleine Polaroid-Bilder aufgehangen. Die wollte ich nicht wegschmeißen, weil die waren so schön geworden, die Polaroid-Bilder. Habe sie hier reingeklebt. Und ja, das war's auch schon mit meinem Schminktisch. Jetzt habt ihr mal alles gesehen, was so in meinen Schubladen drin ist und was ich hier so Produkte benutze. Und wie gesagt, ich verlinke euch alles, was ich finde, unten in der Infobox. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und jetzt gibt's auch noch Shoutout of the Day. Yay! Tauschige Shoutout geht an die liebe Magdalena. Sie hat geschrieben, hey Marvi, ich liebe deine Videos. Dieses Mal war wieder super toll. Ich gucke dir schon so lange zu und hoffe, dir macht es immer Spaß, die Videos zu drehen. Du hörst niemals auf. Ja, also mir macht es immer sehr viel Spaß, die Videos zu drehen. Sonst würde ich es gar nicht machen. Und keine Sorge, ich habe nicht vor, aufzuhören mit YouTube oder Instagram oder so. Ich hoffe, ihr schaut noch lange meine Videos. Und dann hat sie noch geschrieben, könnte ich mal vielleicht gegrüßt werden? Heiße Magdalena. Magdalena, liebe Grüße. Ganz liebe Grüße von mir zurück, Magdalena. Es freut mich voll, dass dir meine Videos so gut gefallen und ganz liebe Grüße gehen raus an dich. Und ich hoffe, euch allen hat das Video hier gefallen. Lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da und abonniert gerne meinen Kanal. Aktiviert mal das Glöckchen, dann könnt ihr kein weiteres Video mehr von mir verpassen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Tschüss, Leute!